Gute, hallo und herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit zu World of Warships. Ich bin hier gerade mit meiner Colorado unterwegs und spiele ein wunderschönes, wer ist das? Gewährtes Gefecht, glaube ich. Also dieses Season-Dingsbums da. Sieht man noch daran, dass hier ein paar Leute weniger unterwegs sind. Ist es Gewährtes Gefecht oder weiß ich gar nicht mehr. Es gibt ja mittlerweile so viele Modi. Den einen habe ich nie gespielt. Aber ich glaube, man sieht es ja auch nochmal an dem Icon, was das ist. 2, 4, 6, 7. Zähle ich das gerade richtig? 7 Leute im Team. Das ist überschaubar. Und ich habe mich nicht zuletzt deshalb für diesen Modus entschieden, weil ich keinen Premium-Account mehr habe. Und an der Stelle ist mir halt einfach wieder sehr stark aufgefallen, dass es im Endeffekt Abzocke ist, was Wargaming dort betreibt. Das Spiel ist offiziell als Free-to-Play deklariert. Das ist vom Grundsatz her auch richtig. Es hat aber irgendwo einen zynischen Beigeschmack. Denn natürlich kann das erstmal jeder runterladen, jeder freispielen. Aber ab einem gewissen Punkt ist das Spiel halt einfach so gebaut, dass man es ohne Premium effektiv kaum noch spielen kann. Und diesen Punkt, den habe ich hier erreicht. Im Bereich Level 7 geht es langsam los. 8 so und so. Von 9 oder 10 würde ich mir eigentlich ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drüber machen. Habe ich nicht, aber aufgrund dessen, wie es sich hier verhält im Level 7er, Level 8er Bereich, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie das dort laufen wird. Und im Endeffekt sehe ich das dann irgendwo einfach als eine Form von Abzocke an, muss ich einfach mal so sagen. Ich habe jetzt nicht das Problem, in so einen Free-to-Play-Titel auch mal Geld zu investieren. Das ist in Ordnung, das kann man machen. Wenn man allerdings länger dabei bleibt, wenn man ein Spiel länger spielen möchte, dann wird man einfach immer wieder Premium kaufen müssen, de facto müssen, und dann gibt man ganz, ganz schnell deutlich mehr aus, als man für ein normales Spiel, für ein Spiel mit einem traditionellen Geschäftsmodell bezahlen möchte, und das ist meines Erachtens nach dann nicht mehr okay. Wargaming hat an der Stelle einfach schon sein Geld verdient. Und noch mehr abzugreifen ist halt einfach Abzocke. Für meine Begriffe ganz einfache Sache. Ja, das ist also, wie ich das im Moment sehe. Das Blöde ist halt, es macht natürlich in gewissen Dosen, wenn man es kann, macht es irgendwo Spaß. Ich bin mir auch sicher, wenn man richtig gut ist, also wenn man das Spiel wirklich beherrscht, nicht so wie ich, dann kann man das durchaus auch spielen. Ohne Premium zu haben, auch auf einem hohen Niveau, wenn man trotzdem noch sein Geld verdient, das ist bei mir dann halt nicht der Fall. Ich mache dann Minus. Und bei den Testspielen, die ich bis dato so gemacht habe, habe ich dann auch kräftig draufgelegt. Ich habe zwar gut abgeräumt, mitunter, natürlich auch nicht immer mitunter, aber ich habe eben auch sehr, sehr viel. Da kommen ein paar Torpedos. Sehr, sehr viel Schaden mitunter kassiert und ja, dann ist es eigentlich auch schon vorbei. Dann wachsen einem die Kosten über den Kopf. Ja, war trotzdem unabhängig davon jetzt erstmal ein ganz schöner Treffer beim Schorsch dort drüben. Jetzt würde ich es natürlich auch gerne umbringen. Schauen, ob wir das hinbekommen. Er ist da so ein bisschen am Rummanövrieren. Und das klappt nicht. Ja, schade. Ist jetzt auch keiner so ein Star, der den Kill wirklich machen könnte. Na, wobei, Träger hat es vielleicht gekonnt. Gut, aber ihr merkt schon, mir geht es eigentlich so ein bisschen eher darum, an der Stelle mal darüber zu sprechen, nochmal, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Ich hatte ja schon mal ein Video und separates dazu gemacht und ja, ich finde es halt einfach an diesem Punkt dann irgendwo einfach zweifelhaft. Ja, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn das Spiel umsonst angeboten wird, dass man dann auch mal durchaus Geld in die Hand nimmt, dass man den Leuten, die haben ja auch Kosten, nicht geringe Kosten, dass man denen also auch wirklich Geld in die Hand drückt für dieses Spiel, wenn man Spaß damit hat. Alles okay, mache ich gerne, habe ich gemacht. Aber irgendwo müsste man dann halt einfach mal sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, zweimal Premium gekauft, das reicht doch. Ab jetzt sollte es einfach mal gut sein. Und ab jetzt gebe ich euch einfach nur noch Geld, wenn ich das wirklich möchte, wenn ich beispielsweise eins von euren Premium-Schiffen kaufe. Das ist ja okay. Da kann ich das sehr, sehr gezielt steuern. Aber hier. Es wird dann halt einfach irgendwo unmöglich, das Spiel an sich zu spielen. Und das einfach nur deshalb, weil man eben keinen Premium-Account hat. Dazu kommt noch diese Unflexibilität, die man hier natürlich letzten Endes hat. Denn es ist ja nun einfach einmal so, dass man
dieses Premium für eine gewisse Anzahl an Tagen kauft und dieses Premium läuft ab, unabhängig davon, ob ich tatsächlich spiele oder nicht, wenn das Ganze wirklich dem Kunden gegenüber fair wäre, was natürlich nicht im Interesse der Firma ist, ganz klar. Aber wenn es so wäre, dann würde dieses System so funktionieren, dass man Premium kauft für eine gewisse Anzahl an Tagen und dass die Tage nur dann runterlaufen, wenn man auch wirklich spielt. Kann von mir aus gerne so sein, dass man sagt, jupp, ab der ersten Minute, wenn ich nur eine Minute am Tag gespielt habe, dann ist der Tag angebrochen, dann ist der Tag verbraucht. Das wäre für mich okay, aber die Realität hier ist halt im Moment diejenige, dass einfach auf Kalendertage gegangen wird. Premium geht also runter, völlig unabhängig davon, ob ich an dem Tag irgendwas gemacht habe oder nicht. Und im Grunde, das ist mir an der Stelle eigentlich auch erstmal bewusst geworden, passiert hier das, was ich eigentlich mein Leben lang habe vermeiden wollen. Ich habe beispielsweise nie World of Warcraft gespielt, einfach deshalb, weil ich dieses Geschäftsmodell nicht okay finde, dieses Abonnentengeschäftsmodell. Und das ist genau das, ja. Ich mache hier bei Wargaming genau das, das, was ich eigentlich gar nicht haben will, das, was ich nicht mag. Und ja. Also, ja. Finde ich nicht okay. Finde ich dann einfach nicht okay. Wenn man jetzt wirklich irgendwo dann finanziell in einen Bereich kommt, wo man einfach Geld, sehr, sehr viel mehr Geld investiert für eine ganz normale, nee, anders nochmal, von vorne, wo man auf diese Art und Weise mehr Geld in dieses Spiel rein investiert als in eine ganz klassische Retail-Version aus dem Laden oder ein ganz klassisches einmal kaufen, nutzen, spielen, eine ganz klassische Lizenz. Irgendwo ist das halt einfach nicht mehr verhältnismäßig. Das ist meine Kernaussage zu dem Thema. Man könnte ja auch sowas bauen, dass man sagt, okay, wenn du schon x-mal gekauft hast, dann bekommst du jetzt einen Rabatt. Dann wird es einfach billiger für dich. Du bist ein Stammkunde. Wir wollen dich als Stammkunde halten und wir gehen einfach runter mit dem Preis. Könnte man machen. Wäre auch so eine Möglichkeit. Ich versuche jetzt einfach mal so Gegenmodelle zu entwickeln oder Verbesserungsmöglichkeiten, wo ich auch für mich sagen würde, okay, damit kann ich irgendwie leben. Aber ja. Und so bin ich jetzt hier halt auch an einem Punkt, wo ich einfach sagen muss, will ich das denn noch? Und der zeitliche Aspekt kommt halt auch noch sehr, sehr deutlich dazu. Ich habe im Moment kaum Zeit. Ich bin sehr stark in der Arbeit, in Projektarbeit involviert. Ich habe ganze Wochen, wo ich nicht eine Minute unter der Woche vorm Computer sitze. Dazu kommt dann natürlich auch noch, viele von euch werden das kennen, dass man eben auch am Wochenende, wenn man dann Zeit hat, diese Zeit nicht unbedingt am Computer verbringen kann oder will, weil eben noch andere Dinge liegen geblieben sind. Beispielsweise kommt die ganze Woche über Post. Das muss man sich durchschauen, das muss man ablegen, da muss man eventuell zurückschreiben, da muss man irgendwas tun. Ja, bei mir kommt jetzt noch dazu, mein Vater ist vor einer Zeit am Knie operiert worden, dementsprechend ein bisschen flügellahm im Moment unterwegs. Und ja, der kann beispielsweise jetzt einfach mal zu Hause keinen Rasen mähen. Das muss man dann auch machen. Das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Das mache ich auch gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist halt auch einfach Zeit. Und die Zeit, die fehlt hier. Das ist auch ein Grund, warum ich mich hier in den letzten, ja mittlerweile kann man ja schon fast sagen, Monaten nur auf ein einziges Spiel fokussiert habe, weil ich halt einfach keine Zeit habe für was anderes. Das ist also, ja, und da, an der Stelle fragt man sich dann natürlich auch, wie viel Sinn macht es da jetzt nochmal Geld in die Hand zu nehmen und dann auch noch so eine Menge Geld? Es ist auch irgendwo eine Frage der Verhältnismäßigkeit, denn ich vergleiche das jetzt auch gerne mal damit, was ich im Laufe der Jahre Relic in die Hand gedrückt habe für Company of Heroes 1, was ja nun wirklich ein Spiel ist, was ich sehr, sehr lange, sehr intensiv, durchaus auch mit einem gewissen Erfolg gespielt habe, während im Studium und so weiter, also da, wo wirklich Zeit da war. Und was habe ich denen gegeben? Nun, ich habe das Grundspiel natürlich irgendwann mal gekauft, klar. Was war das damals? Was hat das gekostet? Ich weiß es nicht. Ich sag mal einfach mal 50 Euro. Ich habe im Laufe der Zeit immer noch mal Lizenzen auch nachgekauft. Da gab es ja dann diverse Sammler-Editionen oder so. Ich habe natürlich die Add-ons gekauft. Damals gab es ja auch die vielen Möglichkeiten noch gar nicht. Dieses ganze DLC-Zeug, das gab es nicht. Es gab halt Add-ons, es gab Tales of Vaylor, es gab Opposing Fronts. Das habe ich natürlich auch gekauft. Und dann halt im Laufe der Zeit später ein bisschen billiger eben eventuell nochmal den einen oder anderen Key, vielleicht auch in irgendeinem Humble Bundle oder irgend sowas mit drin. Aber ja, sagen wir mal,
Sag mal einfach mal, spaßeshalber, da sind 100, 150 Euro reingeflossen und ich habe dafür keine Ahnung, wie viel 1000 Stunden einfach gespielt. Das ist total okay. Das ist wirklich okay. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, man müsste jetzt mal nachrechnen, dass ich hier finanziell für eine deutlich geringere Spielzeit in einem ähnlichen Bereich angekommen bin. Und ja, da muss man sich halt einfach die Frage nach der Verhältnismäßigkeit stellen. Ihr könnt gerne mal was dazu schreiben, wie ihr das Ganze seht. Das sind ja auch durchaus ein paar Leute unter euch, die das Spiel sehr, sehr gerne spielen, die viel spielen und die sicherlich auch Premium haben werden. Da würde mich durchaus auch mal interessieren, wie bei euch so das Empfinden ist, jetzt in Bezug auf diese Sache. Denn es ist natürlich durchaus auch so, dass dieses Modell auch seinen Charme hat. Jetzt für Leute, die einfach mal reinschauen, aber die Kohle wird halt eben mit den Suchtis verdient. Mit den Leuten, die halt wirklich einfach viel Zeit in das Spiel rein investieren und die dann einfach auch diesen ganzen Kram kaufen, der eben mitunter durchaus als sehr überteuert gelten kann. Gutes Beispiel an der Stelle jetzt hier wieder sicherlich auch die Premium-Schiffe. Tirpitz beispielsweise. Also, das steht sicherlich von den Kosten her eigentlich in keinem Verhältnis. Aber ja. Gut, ich habe jetzt sehr, sehr bewusst auch die ganze Zeit lang eigentlich um das Drumherum nochmal geredet und um das Geschäftsmodell von Wargaming. Die letzten paar Minütchen des Spiels will ich mich dann nochmal auf dieses konzentrieren. Wir sehen hier, dass wir ein bisschen arm dran sind. Die Fuße da hinten ist wahrscheinlich ein Bot. Kann man sich eigentlich kaum anders erklären, was da passiert. Aber mit den Torpedos habe ich jetzt halt ein bisschen, ja, verloren. Das hatte ich nicht so ganz auf dem Schirm. Ich muss jetzt hier natürlich trotzdem reinfahren, weil wir einfach den Punkt brauchen, sonst verlieren wir an der Stelle. Glücklicherweise ist sie jetzt rausgenommen worden von unserem Kollegen Flugzeugträger. Und für uns kommt es jetzt hier halt an, auf jeden Fall in dem Cap-Kreis drin zu bleiben. Das Blöde ist auch der Schaden, den wir natürlich die ganze Zeit lang nehmen. Und ich müsste eigentlich probieren, die Nürnberg zu töten. Denn wenn uns das gelingt, dann hätten wir natürlich auch gewonnen. Für ihn wäre es jetzt eigentlich das Richtige zu sagen, okay, ist egal, ich verpiss mich, ich behalte den Kopf unten und ich warte einfach nur, dass die Zeit runtergeht. Denn bei 2 Punkten ist das auf jeden Fall machbar. Ansonsten war es bisher, denke ich, ein ganz gutes Spiel. Eins, das man so auch durchaus nicht immer hat. Das ist auch überhaupt keine Frage. Was mich wieder ein bisschen zu dem Punkt vom Anfang zurückbringt. Kosten, die dann hier fällig werden. Ja, und er macht das natürlich hier an der Stelle ganz geschickt. So ein bisschen Stealth-Fire-mäßig auch. Eine meiner HE-Granaten hat jetzt allerdings seine Maschine wohl zerrissen. Ich habe da natürlich eigentlich HE geladen, weil ich ein bisschen wegen dem Zerstörer Bedenken hatte. Bleibt halt zu hoffen, dass der Kollege Flugzeugträger sich da noch ein bisschen einmischen kann. Weil wenn er da hinten keinen Fehler macht, dann wird das jetzt wirklich einigermaßen schwierig. Gehen jetzt nochmal auf HE, einfach wegen des Winkels, was ich jetzt schon wieder als eine blöde Idee erweist, denn ihr seht, toll, da ist sie wieder, die Breitseite. Joa. Ich kann mich jetzt auch wieder reparieren, das ist auch positiv. Ja, und da haben wir ein bisschen sehr, sehr viel Glück mit der Dispersion. Geht halt einfach mal links, rechts, links, bla 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 bla. Ging gar nichts, war sicherlich durchaus auch schon einiges Glück dabei. Zitadellen und so weiter. Pff, ja. Ich denke, es ist schon recht viel Glück auch in diesem Spiel drin. Muss man einfach mal so sagen. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Warum er jetzt vorfährt, ich weiß es nicht. Weil, ja, er hätte halt eigentlich nur den Kopf unten halten müssen, in meinen Augen. Ich kann schon verstehen, dass er probiert hat, hier den Cap irgendwo zu verhindern. Aber selbst wenn er sich einfach nur verstecken würde, dann hätte er das geschafft und ja, so fliegt er dann in die Luft und das Spiel ist an der Stelle dann vorbei und zwar doch noch mit einem Sieg für uns. Ein bisschen knapp
Hätte er, wie gesagt, relativ einfach verhindern können. Das hier also die Endzusammenstellung. So, wir haben schöne 6 Zitadellentreffer beim Gegnern erzielt. Wir haben 4 Schiffe versenkt, nicht schlecht. 279.000 Öcken. Was aber, und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen, nicht zuletzt auch durch diesen abgeschlossenen Auftrag sein dürfte. Ja, Flugzeuge abgeschossen und so weiter, bla bla bla. Ziemlich viel Erfahrung ist halt hier unter anderem durch die Beflaggung und durch diesen ersten Spiel des Tages Bonus. Alle anderen kann man fast und so nicht mehr spielen, wenn man kein Premium mehr hat. Und ja, ansonsten haben wir natürlich einfach auch ganz gut abgeräumt. Das, also dieses Spiel nochmal auch hier bei dem Video hauptsächlich zum Thema Premium und so weiter, zum Geschäftsmodell. Ich hoffe, ihr fandet das durchaus interessant und ja, das war es erstmal von mir an dieser Stelle. Ciao, ciao.